Hallo und herzlich willkommen zurück bei Musiertablette mit eurer Marokkborg. Tja, wir spielen Resident Evil 7 und heute ist der Tag X, vor dem ich mich ehrlich gesagt die ganze Zeit gefürchtet habe, seit ich dieses Spiel angefangen habe zu spielen. Ich hatte in der letzten Folge schon groß und breit darüber berichtet. Es ist jetzt soweit. Wir gucken jetzt uns ein Video an mit der Aufschrift Happy Birthday. Und ich fürchte, es wird kein Happy Birthday werden. Es wird eher ein Sad Birthday, Bad Birthday oder keine Ahnung, was für ein Scheiß Birthday es wird. Aber es wird nicht lustig und es wird auch garantiert keinen Spaß machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kämpfe immer noch innerlich mit mir, ob ich diese Aufnahme mache. Am liebsten würde ich das Video einfach überspringen und einfach rausrennen, diese scheiß Keycards da reinpacken und dann ist die Sache gut. Aber ich glaube, ich muss es mir reinziehen, weil ich glaube, da sind irgendwelche Hinweise versteckt oder sowas, wie beim letzten Mal. Und ja, naja, ihr werdet bestimmt Spaß haben, ich eher nicht. Ja, naja, auf geht's. Ach so, dieses Loch in der Wand, die Schüsse, die Einschüsse, die sind von mir. Ich habe aus Versehen auf Schießen gedrückt. Ja, passiert halt auch mal. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Ah, ich weiß nicht. Can't trespass. Verdammter Glückspilz. Weißt du, ich bin heute. Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Oh mein Gott. Ich habe keine Waffe. Oh Scheiße. Oh Gott. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Warum habe ich keine Waffe? Oh nein, jetzt muss ich da auch noch hin. Hässliches Vieh. Ich bleib da sitzen. Provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich.
mich. Das hat er sehr, sehr, sehr trefflich gesagt. Oh, bitte lass den Typen da stehen. Er sitzt danach. Sehr Mann, ey, warum muss ausgerechnet mir das passieren? Diese gottverdammte Kacke. Was ist das? Nichts mit. Strömt irgendwas aus. Aus wie Gas oder was, ne? Das ist eine Gasleitung. Aber zum Glück ist die Kerze aus, ey. Chips ist enorm, was ist das hier? Hier. Ein Clown. Toll. Da haben sie wahrscheinlich auch verlutscht. Deswegen sieht das so komisch aus. Brich ein Messer oder irgendwas. Gott! Himmel! Ist diese scheiß Dusche mich so? Eine Kerze werde ich ja da nicht reinstecken können. Die Kerze muss da rein. Ach Gott, was ist denn das alles? Was ist das denn? Hä? Ein Baby? Ich habe keine Ahnung. Okay, müssen wir also auch irgendwie aufkriegen. Was ist hier? Ein Aufziehschlüssel. Oh. Lass dich nicht stopfen. Aufziehschlüssel. Ah, kann ich das vielleicht da nehmen? Passt nicht. Es war ja klar, dass das nochmal passiert. Aufziehschlüssel. Damit kriege ich das nicht hin. Das da an der Wand sieht aus wie so ein Rad, was man drehen kann. Vielleicht kann man damit irgendwie das Wasser abstellen. Das kann natürlich sein. Muss ich das Ding da reinstopfen? Nee. Auch nichts. Oh! Nice. Kerze. Tada. Cool. Gott, vielleicht springt er mich an, wenn ich zu nah ankomme. Natürlich auch sein. Warum muss es ausgerechnet ein Clown sein? Kommt kein Wasser raus. Ja, logisch, weil Wasser ja woanders hin. Oh, tu mir nichts. Das ist schon wieder ein Pfeil. Ist ja schon wieder ein Pfeil. Hat die Kerze gemopst? Klo. Okay. Echt widerlich. Ja, in die Suppe. Was ist denn das? Verschmutztes Fernrohr. Bleib schön da, Keule. Bleib schön da. Nicht bewegen. Das jetzt Ding da brennt, das aber glaube ich auch nicht gut, oder? Oder nichts nützt. Kann ich hier vielleicht damit das Ding durch? Die Kerze?
Ah, nice. Das hat was gebracht. Oh. Ja, bing, 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 bing. Scheiße, hoffentlich kommt jetzt nicht der Clown, weil ich die Kapellungsgruppe. Ja, sieht gut aus. Bing, bing. Ist lustig. Bing, bing, bing. Das ist ja eigentlich irgendeinen tieferen Sinn. Aber nicht. Ah, ein Ballon. Ein Ballon. Ist denn das? Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Passwort. Happy. Da steht schon Happy. Kann ich das da nicht eingeben? Also wir haben einen Ballon, wir haben ein Fernrohr, wir haben einen Aufziehschlüssel. Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Diese Videowand da. Vielleicht muss ich den Ballon hier raufstecken. Oh ja, es funktioniert. Oh, oh. Also wir haben jetzt da. Da komme ich jetzt nicht rein, ohne dass die Dings wieder ausgeht. Wir brauchen ja das Rad. Da kommen wir nur rein, wenn wir das Passwort haben. Das Passwort haben wir aber nicht. Steht das Passwort vielleicht hier irgendwo drauf? Warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht, wenn man das Fernrohr benutzt, kann man vielleicht da was sehen? Ist ja verschmutzt. Ah! Kann ich das Fernrohr nicht irgendwie in die Hand nehmen? Dann kann ich das vielleicht sauber machen. Tja, keine Ahnung. Federhalter und Aufziehteil. Wasser kommt da nicht raus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Auch nicht.
Nee, da kommt ja, ich bin ja blöd, das kommt ja das Ding hin. Aha. Das bedeutet sicherlich auch nichts Gutes. Dass das Zeug hier ausläuft, bestimmt auch nicht. Kerze nochmal an. Ach Gott, wie ich diese Rätsel hasse, dass ich nicht weiterkomme. Scheiße, vielleicht muss ich irgendwas mit dem Clown machen. Oh nein. Oh, will ich das? Jetzt komme ich hier nicht raus. Oh, tut mir nichts. Eine Hand. Was? Scheiße, ich hab's nicht gelesen. So, da kommt der Federhalter rein, ne? Das kann nicht die Lösung sein. Weil der wollte, glaube ich, irgendwas malen, ne? Aber warum nimmt er denn nicht die Feder? Er kann es nicht richtig halten. Passt nicht. Gott, der ist auch ekel Typ. Kann es nicht richtig halten. Ach, da fehlt ein Finger. Scheiße, okay, der ist ein Finger, ja. Muss ich die auch noch zusammensetzen, damit er mich umbringen kann, oder was? Ja, super. Da kam kein Wasser raus. Um Himmels Willen, was kann ich denn nur tun? Was kann ich denn nur tun? Nee, wa? Ist das bescheuert? Ich bin ja so bekloppt. Okay, der guckt noch. Jetzt wieder an. Ach, darf ich hier kommen müssen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier irgendwo was finde, wa? Das? Ah, das ist ja so ein Baby. Ah, das ist doch der Code, siehst du? Baby, so ein Sack. Und was Komisches. Und so eine Puppe, die hängt oder was? Keine Ahnung. Gott, darauf muss ich erstmal kommen. Oh, jetzt geht meine Kerze wieder aus. Ja. Sack. Sack. Da ist ein Sack. Und Baby. Ja. Was ist denn das? Strohpuppe. Aha. Was soll ich denn jetzt mit der Strohpuppe? Die ganze Zeit erschrecke ich mich nicht. Ich dadurch erschrecke mich. Stopp, 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 stopp. Ich muss hier die Strohpuppe an den Typen ranmachen.
erstmal wieder Feuer. Ey, glaubst du das? Ey, so... Ganz, also, das ist ja echt ein Ding. Logisch, ja, eigentlich völlig logisch. Eigentlich völlig logisch, ne? Oh mein Gott. Jetzt muss ich mal den Finger daran machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Was hat er denn jetzt gemacht? Der hat mir irgendwas auf dem Arm gemalt, wa? Was war das? Ein L, ein O? Ich glaube, das war das Passwort. Gott, diese... Ach, jetzt kann ich es eingeben. Ah, ich hätte hingucken sollen. Scheiße. Frage ist Deutsch, Englisch. Vorher stand am Anfang Happy, also wird es wahrscheinlich Englisch sein. Ich könnte natürlich jetzt die Aufnahme stoppen und nochmal starten. Mir dann schnell mal die Aufnahme angucken, aber ich glaube, das will ich nicht nochmal sehen. LOS. LOS.
gibt's denn da für Buchstaben? Loser. 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 Losi. Losig. Nee. Das Wort gibt's, glaube ich, gar nicht. Logik. Das war ein S. Losis. Losier. Ich drücke einfach jetzt bei jedem Buchstaben. Oh! Was stand da jetzt? Was mit R hinten dran? Egal. Ist offen. Ventilhanddraht. Okay. Ventilhanddraht. Dieser scheiß Clown, ey. So. Wie komme ich denn jetzt ran, dass die Katze anbleibt? Ha! Tropft nicht mehr. Mann, bitte beweg dich jetzt nicht. Oh mein Gott. Oh, auf Feier! Was denn jetzt? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Scheiße. Oh Gott. Was für eine kranke Scheiße, ey. Gott, ey, wer lässt sich denn sowas einfallen? Okay, hier hatten wir schon alles. Puh, tja, Leute. Ich glaube, wir gehen mal zum Safe Point. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet.
Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus freikommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Er hat doch einen Arsch offen, der Typ, ey, ganz ehrlich. Wir speichern jetzt erstmal ab. Ah, Safe House. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na ey, ganz ehrlich, so eine Scheiße, ey. Ich hab's fast geahnt, dass so eine Kacke passiert, ey. Also dieses Video werde ich mir garantiert nicht nochmal anschauen. So viel ist schon mal klar. So, wir haben jetzt hier starke Chemikalie. Ich glaube, wir sollten mal langsam irgendwie was bauen. Wir haben hier Festbrennstoff und Flüssigkeit und die Pillen und Flüssigkeit. Da wir das noch nicht haben, werde ich mal die Pillen schnappen. Dann werde ich mir mal noch eine Flammgranate bauen. Damit der Arsch richtig einen auf den Latz kriegen kann. Cool. Geile Sache. Gleich zwei davon. Läuft. Feststoff. Ach so, scheiße. Jetzt muss er wieder zurück. Ups. Zack. So, den Schlangenschlüssel, den brauchen wir jetzt, glaube ich, eigentlich nicht mehr, oder? Brauchen wir den Schlangenschlüssel noch? Lass mal Luki Luki machen. Ach, darüber kann man das auch mal. Okay, also Waschraum haben wir alles. Zimmer, Badezimmer haben wir alles. Das war der Dachboden. Keller haben wir alles. Da finden die Keycards. Okay. Ah, da könnte man noch einen Dietrich benutzen, okay. Ach, da ist noch ein Dietrich. Fällig. Eingangshalle. Was ist denn das? Esszimmer. Das Erdgeschoss. Da wo ich bin, da könnte man nochmal hingehen. Und könnte sich das dann nochmal angucken, was da drin ist. Ja, das könnte man noch machen. Aber das zeige ich euch, ehrlich gesagt, in der nächsten Folge, wenn es heißt, Amüsiertablette spielt Resident Evil 7. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Denn mir hat sie nicht gefallen. Also, bis dann.